Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich gerade bekommen, der Karton ist leider oben schon das erste Mal auf, weil ich eigentlich dachte, das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Tochter, was nicht war. Und zwar, wenn ich mal runterleuchten, so, ich habe es noch nicht weiter ausgepackt, ich habe mir nur den ersten Zettel durchgelesen. Und zwar ist es von Amazon. Und für die, die praktisch meinen Vlog gesehen haben oder mit denen ich auch persönlich geschrieben hatte, ich hatte angefragt wegen der Amazon Free TV Box. Und ich habe hier ein paar technische Daten. Die können wir ja mal so am Anfang nochmal schnell durchgehen, bevor wir zum eigentlichen Unboxing kommen. 115 x 17,5 mm, 281 Gramm groß. Ja, also ist nicht wirklich schwer. 2 GB hat es drin. Ja, 5.1 Sound. Also Formate, Videos. Sehe ich jetzt nichts, was das jetzt nicht unterstützen würde. So ja, H264, H263, 720p, 1080p mit 60 FPS, HD-Fernbedienung, HDMI-Kabel. Ja, also da ist wirklich alle geboten. Ich bin ganz gespannt auf diese Freisprechfunktion mit der Fernbedienung. Und ehrlich gesagt, ich bin stark am Überlegen, wo ich sie gesehen habe, ob ich sie vielleicht auch kaufen werde. Was ist denn hier alles drin? Okay, so. Dann werden wir mal den Karton wegpacken. Hier sind ja 2 Sachen drin. Okay. So, packen wir erstmal das aus, würde ich sagen. Das, was am dicksten ist. Ich muss mal die Kamera noch ein Stück runter machen. Vielleicht das auch aus. Vielleicht seht ihr das dann ein bisschen besser. Oder? Ja, das ist scheiße hier bei mir. Ich brauche unbedingt besseres Licht. Und ich weiß auch nicht, wo ich das hier noch alles hinstellen soll. Ich habe sie jetzt... Wie viele Wochen habe ich sie zum Testen? 4 Wochen zum Testen habe ich sie. Und danach muss ich sie zurückschicken. So. Ach, das ist der Game Controller. Ich packe erstmal so weit aus und dann... Weil man kann mit der Amazon Box ja auch spielen. Das ist gut. Ich hatte nur angefragt, wegen der Box kriegst du ja den Game Controller. Weil da hatte ich nämlich vergessen nachzufragen. Weil wenn ich teste, möchte ich ja auch komplett testen und euch wirklich alles zeigen können. Der erinnert so ein bisschen an, ja, vom optischen her irgendwie an Xbox-Controller. Mal gucken. Weil ich hatte ja in meinem Vlog, in dem Live-Vlog hatte ich ja gesagt, da wurde ich gefragt vom Onkel, was ich bevorzugen würde, MacStorm oder Amazon. Und ich habe beides gehabt. Oder Amazon, beziehungsweise benutze ich momentan immer noch. Und ich rate definitiv zu Amazon, wenn man auch häufig und viel bei Amazon bestellt, weil durch diese Prime-Mitgliedschaft bei Amazon bekommt man praktisch das Filmprogramm für die PlayStation 3 oder PlayStation 4 gratis oder halt am PC. Da weiß ich nicht, wie geht. Ich mache das einfach immer über PlayStation 3 und PlayStation 4. Habe da meinen Account von Amazon eingegeben und kann da meine Filme gucken, beziehungsweise Serien, die ich gratis von Amazon zur Verfügung gestellt bekomme. Dadurch, weil ich ja Prime-Mitglied bin. So, ich würde sagen, wir fangen ein bisschen auf der Folter spannen. Wir fangen mit dem Controller an, würde ich sagen. Und dann kriegt man auch noch gratis Versand. Und Amazon hat auch noch eigene Serien, die Amazon selber produziert.
Also ich bin da mit Amazon sehr, sehr zufrieden. So, jetzt brauche ich hier natürlich ein Messer. Ist natürlich nicht auf, kacke. Aber ich habe nur einen Schraubenzieher hier. Müssen wir mit einem Schraubenzieher öffnen. So, weil ich jetzt zu neugierig, zu heiß bin, um hier zu warten. So. So. So, wo geht denn das jetzt hier auf? Achso, hier muss ich aufmachen. Ich würde eher sagen, oh, Batterien sind auch gleich mit bei. Okay, coole Sache. So, ja, aber ich würde sagen, weiteres machen wir im Hardware-Check. Da gucken wir uns die Hardware ganz genau an. Ich werde das jetzt mal so hinstellen, dass man das auch besser sieht. In der Hoffnung, dass man es besser sieht. Man sieht es natürlich nicht besser. Klasse. Irgendwas Schweres, was ich da ruf, ja, so. Kann ich was Schweres drauf packen, dann könnt ihr das so ein bisschen im Hintergrund sehen. Das geht ja jetzt nur rein ums Unboxing, um zu gucken, was mit bei ist. Und wir haben hier den Controller, wir haben Batterien und die Beschreibungen. Das werden wir uns aber alles ganz genau im Hardware-Check angucken. Hier geht es jetzt rein um das Unboxing, um zu sehen, was halt mit bei ist. Die Verarbeitung und so kommt dann alles im nächsten Video. Ist das doch richtig hier? Ah, hier wird es aufgemacht. Hier brauche ich nicht aufmachen, weil, wie gesagt, ist eine Pressebox und die war halt schon mal geöffnet. Aber die Verpackung sieht sehr edel aus, muss ich sagen. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, ich mache das nochmal kurz zu. Hier vorne mit dem Amazon-Aufdruck, Free TV und vor allen Dingen hier, wenn ich hier reingucke, mit dem Amazon-Logo und auch hier drinnen so schön verpackt. Das fässt sich auch wie... Ach, das ist die Box direkt? Ich dachte, das ist jetzt noch irgendwie ein Karton oder so. Ach, die ist ja klein. Das ist die Box? Okay. Da ist die Fernbedienung. Das werde ich jetzt hier mal auspacken. Und dann gucken wir uns das mal im Hardware-Check, im Hardware-Video gucken wir uns das dann natürlich ganz genau an. Oh, die ist ja goldig, die Fernbedienung ist ja klein und knuffig hier. So. Was haben wir hier noch? Ein Gummiband. Das interessiert uns eigentlich eher weniger. So. Selbst die Verpackung, da haben sie echt Mühe gegeben, sieht sehr edel aus. So, und wenn ihr das dann halt bestellt, das normale, bekommt ihr praktisch die Box, ihr bekommt eine Fernbedienung dazu und hier oben ist halt das für Sprechen, da kommen wir dann nachher dazu und ein Ladekabel, der sieht, ich finde diesen Klavierlack geil und auch wieder mit dem Amazon-Logo, falls ihr, ja, müsst ihr sehen können. Ja, ich finde so eine kleinen Gimmicks, ich finde die gut. Viele sagen, oh, scheiße, ja, das ist ja Ladekabel. Ist mir scheißegal, ich finde es gut. So, das ist alles mit bei. Und wenn ihr den Controller bestellt, ich hätte den Controller mal einzeln machen sollen, aber ich wusste ja nicht, dass der mit bei ist. Wenn ihr den Controller bestellt zu der Box, bekommt ihr praktisch den Controller. Und unten runter sind hier noch Batterien mit drin. Und Anleitung bekommt ihr auch. Jo. Sieht schon mal sehr geil aus. Ich bin überrascht, wie klein sie ist. Also auf den Bildern, muss ich sagen, sieht sie viel größer aus. Aber sie ist wirklich nur so klein und dünn. Also da bin ich jetzt gerade sehr überrascht, wie klein sie ist. Ja, wir werden uns das aber gleich mal im Hardware-Check noch genauer angucken. Da werde ich auch einen kompletten Hardware-Check machen. Alles in ihm. Ich werde die Box
mir angucken, wie sie verarbeitet ist und die Fernbedienung und gleichzeitig den Controller. Und beim Hardware-Check werde ich halt auch Box machen und zwischendurch werden wir auch mal spielen, dann werden wir den Controller auch mal testen. Das ist alles kein Problem. Aber ich werde halt das Gesamtpaket machen und nicht die einzelnen Komponenten. Wenn ihr da nochmal was einzeln haben wollt zum Controller oder zur Box, dann sagt mir einfach Bescheid und ich werde, wie gesagt, ihr müsst euch schnell merken, ich habe es nur 4 Wochen, danach ist er wieder weg. So, dann würde ich das Unboxing jetzt hier auch erstmal beenden und würde jetzt gleich mit euch das Hardware-Video machen, wo wir uns die Hardware dann mal ganz genau angucken werden. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.